Leckerer Oreo-Sahnekuchen in Miniaturform sehr einfach zubereiten. Leckeres Mini-Design für Kuch. Aha, für Kuch also. Meine Damen und Herren, wir sind zurück heute hier bei einem neuen Reaction-Video, was ihr euch gewünscht habt. Nämlich schauen wir heute den kleinsten Oreo-Kuchen der Welt an. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Start direkt rein. Let's go. Ich hab mega Bock. Wir haben ja schon ein paar Mal solche Videos geschaut, falls ihr die nicht gesehen habt, Leute. Checkt die unbedingt aus. Die waren auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt gucken wir den kleinsten Oreo-Kuch, so wie es im Titel steht. Es ist nicht der Kuchen, Leute, sondern es ist der Kuch. Okay. So wie es aussieht, wird jetzt erstmal die weiße Füllung sozusagen aus den Oreo-Keksen rausgemacht. Und dann einfach mit ein bisschen kondensierte Milch. Okay, mit untergemischt. Okay. Super, Leute. Ey, ich muss das mal nachkochen. Wirklich, das haben so viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal nachkochen soll. Vielleicht, Leute, wenn ihr hier auf dem Video 5000 Likes da lasst, dann werde ich das nachkochen, okay? Perfekt. Super. Okay, jetzt wird hier erstmal ein bisschen Sahne gemacht. Das wird dann als... Ich glaube, das wird sozusagen die Füllung werden für den Kuchen, denke ich mal. Mann, ist es klein. Wie kann man das so winzig klein machen? Oh ja, das hier kommt jetzt erstmal in diese Tüte rein und dann wird das klein gecrushed. Achtung, das wird jetzt nämlich klein gemacht. Ha! Und wenn es dann die perfekte kleine Größe hat, wird es dann mit da reingemixt und dann wieder umgerührt. Leute, ich sollte mal wirklich einen Kuchen backen. Ich sag so, wie es ist. Oh, das sieht so gut aus. Sieht das gut aus. Uiuiuiui, sieht das gut aus. Huh! Wenn es nicht so klein wäre und nicht so ein kleiner Schnabulier. Wisst ihr, was witzig ist? Ist mir gerade so aufgefallen. Der Oreo ist ja normalerweise so groß ungefähr, ne? So, in dem Format. Und der Kuchen ist auch nur so groß. Wisst ihr, wie ich meine? Voll witzig. Okay, 30 Minuten warten. Dann kommt da ein kleines Wachtelei rein. Oha, es ist so winzig. Sugar, also Zucker, Milch. Umrühren das Ganze natürlich. Bis es so einem gelblichen Dings wird. Bisschen Mehl rein. Ich glaube, das wird so eine Art Teig jetzt. Kakaopulver. Und Kaffee? Ein Schluck Kaffee? Hä? Was wird denn das jetzt? Das wird doch der Boden, oder? Genau. So kenne ich das. Das wird dann so ein Schokoboden oder sowas vielleicht. Nee. Hä? Oder es wird in der Mitte aufgeschnitten. Oh ja, okay. Und dann kommt da vielleicht eine Füllung rein. Oh, es wird mehrere Stockwerke haben, der Kuchen. Mehrere Toppings. Okay, yo. Bisschen creamy. Oh, Leute, Topping Cream. Dann kommt da der Oreo rein. Oh, das sieht so köstlich aus, Leute. Und dann noch so schön verstreichen an der Seite. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh. Eine perfekte Schokoladenglasur. Oh, Mann. Jetzt kriege ich Hunger, Leute. Oh, was? Oh, was? Wie cool sieht das denn aus? Oh mein Gott, das ist der beste, kleinste Kuchen, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Auch der einzige, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh, was? Wie schön sieht das denn? Oh mein Gott, was? Wow. Oh mein Gott, er ist so perfekt. Mit so einer absolut winzig kleinen Gabel. Die Gabel ist ja wirklich sehr, sehr klein. Wow. Wow, das sieht toll aus. Dieses Geschmatze einfach. Delicious. Perfekt. Sehr nice. Stopp, Leute. Bevor ihr jetzt abschaltet, wir werden nämlich jetzt noch ein Video schauen. Und zwar ist es hier nämlich die kleinste Chicken Pizza der Welt. Und ich würde sagen, wir fangen nicht lang rum. Starten rein. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Da ist einfach Bier drin in dem Kühlschrank. Habt ihr das gesehen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ganz, ganz kleines Mini-Fleisch. Okay, das ganze kleine Mini-Fleischchen wird dann geschnitten. Sieht bisher alles noch okay aus. Alles völlig normal. Okay, ich bin gespannt, Leute. Die kleinste Pizza der Welt. Die kleinste Pizza.
Okay, da kommt dann nochmal so ganz viele Gewürze rein. Garlic Powder, also hier Knoblauchpulver, Chili-Pulver. Keine Ahnung, was das sein soll. Bisschen mild. Okay, interessant. Und Kleber. Ne, ich weiß nicht, was das war, Leute. Keine Ahnung. Aber auch irgend so ein weißes Zeugs. Das ist so eine Art Marinade, die jetzt damit gemacht haben, ne? Also es wird dann sozusagen da drin eingelegt. Oh, sieht es gut aus. Huiuiui. Wow. Wow. Und das wird eine Pizza? Was? Hefe, bisschen Honig, Salz. Wow, oha, was? Das ist... Wow. Oh mein Gott, ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Pizza mit Honig gemacht hat. Noch ein bisschen Öl rein. Das ist jetzt der Teig für die Pizza, denke ich mal. Das muss jetzt erstmal warten, ein bisschen aufgehen. Das muss fluffig werden. In der Zeit werden ein paar Oliven geschnitten. Ein paar Riesenoliven. Oder in dem Fall ist es eigentlich eine ganz normale Olive. Aber sieht so groß aus, weil alles so winzig klein ist normal. Bisschen... Ist es Käse? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war Käse. Oh ja. Ein bisschen Käse. Okay, jetzt kommt natürlich erstmal Mehl da drunter, Leute. Damit das halt nicht so fest da dran babbt. Oh Mann, wie viel Arbeit. Wie viel Arbeit. Okay. Das Ganze ist jetzt perfekt rund geworden. Okay, sie macht da so Schlitzchen rein. Wofür? Weil dann... Was wird das für eine Pizza? Mit Käserand. Leute. Das ist so perfekt. Mit Käserand einfach. Wow, das ist so viel Arbeit. Wow. Tomatensoße. Oh, Käse. Mhm. Und jetzt kommt da noch das Hähnchen oben drauf. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Das ist wirklich nach einem geheimen Rezept. Ich frage mich, wie das schmeckt. Ich frage mich wirklich, wie das schmeckt. Eigentlich müssen wir mal sowas wirklich nachkochen. Oh Mann. Leute, ihr wisst Bescheid, falls ich nachkochen soll. Ich habe so Hunger jetzt, Leute. Boah, die sieht so gut aus. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine gute Pizza gemacht. Und die ist voll klein. Oh mein Gott, das sieht so perfekt aus. Oh, wow. Wow. Das ist eine Pizza, Leute. Immer dieses Rumgeschmatze. Okay, okay. Das ist es auf jeden Fall, Leute. Wir haben es gesehen. Das Video ist, by the way, von Miniyami. Ich lasse hier mal ein Like. Da ist ganz, ganz neu rausgekommen. Also, Leute, checkt mal den Kanal Miniyami aus. Sehr, sehr nice. Und checkt natürlich auch das Video hier aus. Auch sehr, sehr nice. Kaltes Essen versus warmes Essen. Krass, Alter. 5,1 Millionen Aufrufe. Leute, ich würde sagen, checkt auf jeden Fall noch die letzten Videos aus auf meinem Channel. Und wir gucken vielleicht, wenn ihr Bock habt, noch mehr Miniyami. Ansonsten würde ich sagen, wir sind hier für heute fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein, Leute. Und tschaußen, Banausen.